die eisernen Vögel fliegen, geht der Dharma in den Westen, sagt eine alte tibetische Weissagung. Der Dharma beschreibt das Wesen der Wirklichkeit, so wie es der Buddha vor 2500 Jahren gelehrt hat. Alle Dinge bedingen einander. Nichts existiert für sich. Im Grunde sind die Dinge leer. Leer sein heißt nicht, dass die Dinge nicht sind. Leerheit meint, dass die Dinge nicht beständig sind. Das Atom hat keinen beständigen festen Kern. Der Mensch keine unveränderliche Seele. Alles ist prozesshaft. Wirklich ist nur der Augenblick. Dies erkennen heißt erleuchtet sein. Mit dem eisernen Vogel ist das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten nach Europa gekommen. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, leitete Ende Juli beim kleinen Dorf Rikon im schweizerischen Tösstal die größte je in Europa durchgeführte buddhistische Veranstaltung. 10 Tage lang rituelle Reinigungen, Meditationen, Lehrreden. Die Kala-Chakra-Zeremonie ist die bedeutendste religiöse Initiation des tibetischen Buddhismus. Der Publikumsaufmarsch übertraf alle Erwartungen. Neben etwa 1500 tibetischen Flüchtlingen in der Schweiz nahmen an die 4000 europäische und amerikanische Buddhisten oder am Buddhismus Interessierte daran teil. Sind diese tibetischen Lama Zeugen der Erfüllung der Weissagung? Kommt der Dharma in den Westen? Der tibetische Buddhismus, der jetzt mit so viel Zeremoniell nach Europa kommt, ist sicher die spektakulärste, aber auch exotischste Spielart der großen asiatischen Weltreligion. Er bildet einen Teil des Mahayana, der Lehre vom großen Fahrzeug, das jedem Menschen die Erleuchtung, die Buddhaschaft in Aussicht stellt. Dies im Gegensatz zum Hinayana, der Lehre vom kleinen Fahrzeug, das die Buddhaschaft nur für einige wenige, Mönche vor allem, als möglich erachtet. Der tibetische Buddhismus empfing aber auch starke Impulse aus der indischen Geheimlehre des Tantrismus. Deshalb spricht man auch vom tantrischen Buddhismus. Er zeichnet sich aus durch eine Vielzahl von Meditationstechniken. Hier eine Konzentrationsübung zur inneren Sammlung. So fromm und gottesfürchtig diese Bilder auch wirken, mit Gottes Verehrung im christlichen Sinn hat der Buddhismus nichts gemein. Er kennt keinen Schöpfergott. Der Buddha wird verehrt als voll erleuchteter Mensch, als großer Lehrer. Die Grundgedanken des Buddhismus beziehen sich auf die Strukturen des menschlichen Bewusstseins. Die 4 edlen Wahrheiten weisen den Weg, wie dieses geläutert werden kann. Alles Leben ist Leiden. Das Leiden entspringt dem Egoismus des Menschen. Zur Überwindung des Leidens bedarf es der Bewusstwerdung des Egoismus. Wer die Leidenschaften des Egoismus ablegt, gewinnt Friede, Freiheit und Gelassenheit. Ob diese anspruchsvolle Lehre von den hier Versammelten auch verstanden und im Alltagsleben beherzigt wird, bleibt ihre Sache. Wir fragten einige Teilnehmer, warum sie an die Kala-Chakra-Zeremonie kommen. Darf ich Sie fragen, warum Sie hierher kommen? Da gibt es sehr viele Gründe. Berufliche, wenn ich mal so sagen darf, aber auch sehr viele innere. Ja.
Ich habe in Nepal gelebt und praktiziere Buddhismus. Für mich ist es wichtig, dass ich hierher komme. Diese Zeremonie ist eine große spirituelle Gelegenheit für die ganze Menschheit. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, ist einer der letzten großen geistigen Führer dieser Welt. Eine große Hoffnung für den Weltfrieden. Wieso kommen Sie hierher ans Kalachakra? Schwer zu sagen. Es interessiert mich, was das für den Weltfrieden bringen soll. Haben Sie sich mit Buddhismus beschäftigt? Ja, ein wenig. Ich war in Südostasien einige Male. Parce que, au point de vue religieux, je pense que c'est une démarche intéressante. Est-ce que vous êtes bouddhiste? Nein, wir sind keine Buddhisten, aber die buddhistische Lehre ist eine Bereicherung für jede Religion. Vielleicht werden wir eines Tages doch Buddhisten. Ich komme hierher, weil ich mich mit dem tibetischen Buddhismus seit langem beschäftige. Eine solche Gelegenheit wird es die nächsten 20 Jahre in Europa nicht mehr geben. Wir kamen aus New York City. Ich habe die letzten 2 Jahre in Nepal gelebt und ich hatte Träume vom Dalai Lama. Jetzt ist es Zeit für mich, ihn zu sehen. Kein Zweifel, viele Buddhisten fühlen sich von der großen Identifikationsfigur des Dalai Lama angezogen. Wie versteht er die Grundlehren des Buddhismus? Wenn man die Essenz des Buddhismus erklären möchte, dann ist es am besten, wenn man einen philosophischen und einen moralischen Aspekt unterscheidet. Fragt man, was ist die Philosophie des Buddhismus, so muss man antworten, alle Dinge existieren in Abhängigkeit voneinander. Nichts existiert für sich alleine. Alle Erscheinungen der Welt sind durcheinander bedingt. Dieses abhängige Entstehen und Vergehen der Dinge schließt auch die menschliche Existenz mit ein und erfordert deshalb auf der moralischen Ebene ein Verhalten, das es verbietet, anderen Wesen irgendein Leid zuzufügen. Die ethische Grundlage des Buddhismus ist die Gewaltlosigkeit. Gewaltlosigkeit hat wiederum 2 Aspekte. Der eine Aspekt, der anspruchsvollere, verlangt, dass man dem Mitmenschen hilft, ihm gezielt von Nutzen ist. Wenn einem das nicht möglich ist, weil einem dazu die Fähigkeiten fehlen, dann soll man wenigstens versuchen, dem Mitmenschen nichts zuleide zu tun. Ich erwähne oft, dass das Wohlergehen auf dieser Erde ganz von dieser Einstellung abhängig ist. Das trifft sowohl auf den Umgang innerhalb der Familie zu, als auch für das Wohlergehen aller Menschen auf dieser Erde. Das Denken im Westen ist sehr stark beeinflusst von den Wissenschaften. Für viele Menschen gilt wahr, was Wissenschaftler beweisen können. Wie stellt sich nun der moderne Buddhismus zu den Erkenntnissen der Wissenschaft? Der geschichtliche Buddha selber hat seine Schüler angewiesen, Dinge, die er sage, nicht einfach zu glauben, sondern sie einer logischen Prüfung zu unterziehen. Nur wer die Lehren mit dem prüfenden Verstand als richtig erkennt, soll sie annehmen. Ich finde, diese Vorgehensweise ist jener der modernen Wissenschaft ähnlich. Die Wissenschaft untersucht den Aufbau der äußeren Materie. Die Religion richtet ihr Augenmerk auf die inneren Strukturen des menschlichen Bewusstseins. Der Buddhismus und die Wissenschaft haben aber gemein, dass sie mit ihren Beobachtungen die Wahrheit, die eigentliche Wirklichkeit zu erkennen versuchen. Als eigentlicher Entdecker des Buddhismus im deutschsprachigen Raum gilt der Philosoph Arthur Schopenhauer. Er interpretierte die Lehre des Buddha als weltflüchtige, dem Tode zugewandte Religion und prägte damit das Buddhismusbild im Westen für lange Zeit.
1895 übersetzt dann Karl Eugen Neumann die Lehrreden des historischen Buddha Siddhartha Gautama ins Deutsche. Dieses Buch fand reißenden Absatz und löste beim deutschen Bildungsbürgertum eine richtige Buddhismuswelle aus. Thomas Mann, Albert Schweitzer, Hermann Hesse schrieben darüber. Hermann Hesse dichtete seinen Siddhartha, eine märchenhafte Beschreibung des Lebens des Buddha. Damit fand die Lehre des Erleuchteten Eingang ins Bewusstsein vieler junger Menschen. In den 20er Jahren gründete der Berliner Arzt Paul Dahlke das erste buddhistische Haus in Europa. Es entstand eine europäische buddhistische Gemeinde, die viele Akademiker anzog. Sie waren beeinflusst von Europäern, die sich in Asien in die tieferen Mysterien einweihen ließen. Der deutsche Musiker Anton Güth wurde schon 1904 zum buddhistischen Mönch ordiniert. Unter seinem Mönchsnamen Nyanatiloka veröffentlichte er zahlreiches Grundlagenmaterial über den Buddhismus. Sein Schüler Nyanaponika mit bürgerlichem Namen Sigmund Feniger lebt heute noch auf Sri Lanka. Er betont die lebensbejahenden Aspekte des Buddhismus und beeinflusste damit das Buddhismusbild positiv. Ernst Hoffmann mit Mönchnamen Lama Anagarika Govinda schließlich beschrieb als einer der ersten Westeuropäer die Grundlagen des tibetischen Buddhismus. Soweit die wichtigsten historischen Wegbereiter im deutschsprachigen Raum. 1958 vertrieben dann chinesische Truppen den Dalai Lama und viele seiner Landsleute aus Tibet. 1500 Tibeter kamen in die Schweiz. Die aktiven tibetischen Lama im Exil begannen die Lehren ihres tantrischen Buddhismus im Westen zu verkünden. In den USA, in England, Italien, Frankreich, aber auch in Rikon in der Schweiz entstanden tibetische Klöster, in denen das Erbe des Himalaya-Kirchenstaates praktiziert und weiterentwickelt wird. Heute wird die Gemeinschaft der bekennenden europäischen Buddhisten auf etwa 50 bis 60.000 Mitglieder geschätzt. In Deutschland werden Anstrengungen unternommen, den Buddhismus als vom Staat anerkannte Religionsform zu institutionalisieren. Was aber macht den Buddhismus für Europäer so interessant? Hier die längere Antwort des Dalai Lama sinngemäß zusammengefasst. Einmal ist die Lehre des Buddha etwas Neues für den Westen. Besonders der tibetische Buddhismus blieb während Jahrhunderten vor der Weltöffentlichkeit verborgen. Jetzt werden viele unserer Schriften in europäische Sprachen übersetzt. Das ist neu. Und was neu ist, interessiert die Menschen. Wie ich schon sagte, legt der Buddhismus viel Wert darauf, dass die Lehren nicht einfach geglaubt, sondern mit dem gesunden Menschenverstand überprüft werden. Dem Intellekt wird also ein gebührender Platz eingeräumt. Das macht ihn für den kritischen westlichen Geist interessant. Und drittens ist zu sagen, gerade der tibetische Buddhismus gibt dem Einzelnen eine Vielzahl praktischer Meditationshilfen in die Hand. Jeder soll das Mittel wählen, das seinem Charakter am meisten entspricht. Zurück zur Kala-Chakra-Zeremonie. Sie beginnt mit einem langen Tanzritual, ausgeführt von tibetischen Mönchen. Diese Tänze sollen die Örtlichkeiten spirituell reinigen helfen, in denen später die eigentliche Einweihung stattfinden wird. Tänze dieser Art bilden nur eines jener zahlreichen Hilfsmittel zur Erhöhung der spirituellen Empfänglichkeit, die für den tibetischen tantrischen Buddhismus typisch sind. Der tibetische Buddhismus kennt auch das Mittel der Hand- und Fußsymbolik. Jede Geste, jeder Schritt hat eine tiefere Bedeutung. Es gibt aber auch visuelle Hilfsmittel, Schaubildentfaltungen zum Beispiel oder Wort- und Tonmeditationen. Prinzipiell werden alle Möglichkeiten der fünf menschlichen Sinne gebraucht, um die innere Erfahrung einer höheren Wirklichkeit zu erreichen. Dies ganz im Gegensatz zum japanischen Zen, der das Schwergewicht auf eine strenge Meditationsdisziplin legt.
Dem kritischen westlichen Geist, vor allem dem protestantisch geprägten, scheint Zen deshalb annehmbarer. Der tibetische Buddhismus mit seiner rituellen Vielfalt und Farbigkeit und der hierarchisch überhöhten Position des Dalai Lama erinnert eher an katholische Traditionen. Wie aber sehen das die vielen Zuschauer, von denen sich ja die meisten von ihrer Herkunftsreligion abgewandt haben? Wollen sie über die Vermittlung des tibetischen Buddhismus die von vielen als sinnentleert empfundenen Ritualformen ihrer Ursprungskirchen zurückgewinnen? Einen von ihnen, einen bekennenden Buddhisten protestantischer Herkunft, sprachen wir darauf an. Inwieweit kann und soll der tibetische Buddhismus Vorbild für europäische Buddhisten sein? Na, zunächst einmal muss man sagen, dass die Grundannahmen der buddhistischen Lehre so wenig exotisch sind, wie Radiowellen abendländisch sind. Sie gelten ganz unabhängig davon, ob wir sie wahrnehmen oder nicht, und von Zeit und Ort sind sie ebenfalls unabhängig. Was wir hier sehen, ist eben eine besondere Form der buddhistischen Praxis, wie sie sich bei der Ausbreitung der Lehre in Tibet entwickelt hat. Und wie stellen Sie sich dazu, zu diesen Tänzen, zu diesen farbigen Bildern? Ich sehe das mit großer Freude, dass ich miterleben kann, wie der Buddha quasi in das Abendland und wie diese buddhistische Praxis in das Abendland gebracht wird. Sehe es aber, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, so, dass ich mich auf einer Station des Weges befinde, die dieser Praxis nicht entspricht. Wie würden Sie dann Ihre Praxis beschreiben, die für Europa Gültigkeit haben kann? Meine Praxis, wie sie, das ist sicher nicht die Frage, inwiefern meine Praxis für Europa Gültigkeit hat. Oder fragen wir mal umgekehrt. Es gilt ja für den westlichen Buddhisten, sich mit den eigenen Wurzeln, die eigenen Wurzeln, die eigenen Traditionen zu akzeptieren. Ja, das zum einen. Und zum anderen meine ich, die Formen der buddhistischen Praxis zu finden, die unserer besonderen Situation heute, 2500 Jahre nach Verkündung der Lehre, angemessen sind. Und das sind ganz gewiss andere Formen, glaube ich, wie sie vor 1000 Jahren etwa in Tibet entwickelt wurden oder wie sie vor 800 Jahren etwa in Japan entwickelt wurden. Was muss denn für Europa dazu entwickelt werden? Das werden wir sehen. Ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir ein breites Dach des Buddhismus errichten, unterhalb dessen verschiedene Ausprägungen der buddhistischen Lehre möglich und gelebt werden können. Und dabei geht es sicher vielen Abendländern so, dass sie mit ganz bestimmten Formen des Rituals und auch der Hierarchie, wie sie sich im Buddhismus teilweise entwickelt hat, nicht sich ohne weiteres einverstanden erklären können. Dass sie also, wenn Sie so wollen, im Sinne des Urbuddhismus einen demokratischen Sangha wollen. Detlef Kantowski, der Sucher nach europäischen buddhistischen Formen, ist Professor für Soziologie an der Universität Konstanz, Spezialgebiet Entwicklungsprobleme der indischen Landbevölkerung. Seit 20 Jahren betreibt Kantowski wissenschaftliche Feldarbeit in indischen Dörfern. Zu Anfang habe er seine Forschungsarbeit ganz aus der Sicht des fortschrittsgläubigen Europäers unternommen, sagt Kantowski. Nach und nach sei er aber zur Einsicht gelangt, dass wir Abendländer von Südasien, der philosophischen und religiösen Verwurzelung seiner Menschen, viel lernen könnten. Entsprechend heißt ein Buch von ihm »Von Südasien lernen«. Was können dann wir Europäer von Südasien lernen? Der Prozess dieser gegenseitigen Durchdringung von Ost und West ist ja erst seit kurzem in Gang gekommen. So etwas wie das Kalachakra-Ritual in der Schweiz wäre ja noch vor 80 Jahren, wo man heimlich nach Tibet gehen musste, völlig undenkbar gewesen. Insofern können wir das Endergebnis überhaupt noch nicht absehen. Mein eigener Lernprozess in dieser 20-jährigen Auseinandersetzung mit Südasien, über den ich in diesem Buch von Südasien lernen berichtet habe, ist jetzt an dem Punkt angekommen, dass für mich das Wichtigste ist,
dass sich das Denken in den Kategorien von Sein und Nichtsein und das Denken in Gegensatzpaaren hoffe, etwas abgebaut zu haben, sodass ich nicht mehr mich identifiziere mit diesem tragischen Held der abendländischen Geistesgeschichte, nämlich mit Hamlet. Sein oder Nichtsein ist für mich nicht mehr die Frage. Ja, wie stellt sich dann die Frage jetzt für Sie, wenn Sein oder Nichtsein für Sie nicht mehr zutrifft? Ich versuche, mich zu üben, dass ich denke jetzt in Kategorien von sowohl als auch oder, was fast noch schwieriger für uns ist, in Kategorien von weder noch. Das meiste, was an unseren Hochschulen gelehrt wird, basiert auf dem Denken in Gegensatzpaaren, was Shakespeare Sein oder Nichtsein nannte. Ein Ding ist oder es ist nicht, entweder ist es gut oder schlecht. Pragmatisch gesprochen, entweder nützt es mir oder schadet mir, niemals beides. Es ist das Denkprinzip des Dualismus. Der Buddhismus stellt dem gegenüber, ein Ding ist weder gut noch schlecht, weder nützlich noch unnütz, es ist sowohl als auch. Letztlich existieren die Dinge in Abhängigkeit voneinander, nur im Augenblick sind sie wirklich. Dieses prozesshafte Denken stellt westliche Nützlichkeitsmaximierung fundamental in Frage. Hierin liegt dann auch der Kern der großen Attraktivität buddhistischer Philosophie für Menschen, die unserer Wissenschaftsgläubigkeit kritisch gegenüberstehen. Aber kommt da dem Sozialwissenschaftler nicht der Buddhist in die Quere? Nein, sie kommen mir nicht mehr in die Quere, weil ich inzwischen erkannt habe, dass der Buddhismus eine Wirklichkeitslehre ist, die mich einlädt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, nämlich bedingt entstehend und bedingt vergehend. Und er lehrt mich auch noch, die Ursachen dafür zu erkennen. Und wenn Sie so wollen, ist eigentlich das genau, was Wissenschaft auch machen sollte. Wissenschaft im westlichen Sinn versteht sich als wertfrei. Das ist meiner Meinung nach eine der großen Täuschungen, denen wir hier im Westen erliegen. Und wir sehen die Folgen ja allenthalben, wenn wir meinen, dass unsere Wissenschaft wertfrei ist. Unsere Wissenschaft ist nicht wertfrei, sondern extrem wertig. Nämlich auf uns als Menschen bezogen. Denken Sie an eine Tierversuchsanlage und was für Werte sie verkörpert. Denken Sie an eine Vorlesung über Privatrecht oder denken Sie an eine Lehrveranstaltung in der Volkswirtschaft, wo wir bislang Erde, Wasser und Luft als wohlfeile Schätze eingesetzt haben in unsere Rechnungen, ohne über die Folgekosten in irgendeiner Weise nachzudenken. Wissenschaft wertet also auch, und sehe ich das richtig, Sie als Buddhist sagen, ich bin wenigstens so ehrlich und lege meine Grundannahmen offen dar. Das ist eine Konsequenz, dass ich mich zu diesen Dingen bekenne. Zum anderen ist aber der Ausgangspunkt ein anderer. Wenn wir von einer buddhistischen Wissenschaft sprechen wollten, so ist ihre Grundannahme eben die, dass alles bedingt voneinander abhängig ist, dass wir als Personen, als menschliche Wesen uns nicht aus diesem Bedingungszusammenhang so herausnehmen können, wie wir es tun, wenn wir abendländische Wissenschaft treiben und die gesamte Welt bearbeiten wollen, um uns selbst zu verwirklichen. Der Mensch als Teil der Welt. Das ist richtig. Der Mensch als Teil einer Mitwelt und Wissenschaft dann so betrieben, dass nicht nur ich als Mensch und Sie als Mensch glücklich sein können, sondern dass alle Wesen, nicht nur die Menschen, glücklich sein können. Von der hohen Theorie zur Alltagspraxis. Das ist Bodenmann, ein kleines Dorf am Bodensee. Detlef Kantowski lebt hier mit seiner Frau Ingrid und den Kindern Jan und Anja im eigenen Haus, im eigenen Garten. Herr Kantowski, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Viele Buddhisten sind Akademiker, Sie selber wohnen in einem wunderschönen Haus, sind Professor vom Beruf. Ja. Ist Buddhismus eine Religion für Privilegierte? Das ist sie ganz gewiss nicht, aber wenn ich mal Ihren Fragehintergrund etwas aufnehme,
dann ist es ja so, dass ich hier nicht etwa in Bodman mit dem silbernen Löffel im Mund und auch nicht als Professor zur Welt kam, sondern der Weg nach Bodman ist das Ergebnis einer Fülle von Entscheidungen, die jeweils in eine ganz bestimmte Richtung gingen. Wenn wir jetzt mal diese, fast hätte ich gesagt, soziologische Frage etwas buddhistisch wenden, dann wird sie eigentlich fast schwieriger zu beantworten, nämlich inwiefern ist eine solche Umgebung in der Welt, im Haus, mit Familie, nicht vielleicht ein Hindernis auf dem Weg, so wie ihn der Lehrer Gotama uns gezeigt hat? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ein solches Haus buddhistisch gefragt ja auch ein Hindernis sein könnte, dann wollte ich damit darauf anspielen, dass der Prinz Siddhartha ja in die Hauslosigkeit, in das Asketentum also, gegangen ist. Von dort her ist dann vielfach und zumal in Europa das Verständnis abgeleitet worden, dass man nur in der Asketenhaftigkeit, nur als Eremit womöglich, Buddhist sein kann. Dazu hat der Buddha selbst immer wieder betont und in vielen Lehrreden an Familienväter, Hausmenschen wie Sie und mich klargemacht, dass seine Lehre völlig falsch verstanden würde, wenn sie nicht auch von weiß gekleideten Hausmenschen gelebt werden könnte. Soße? Ja, viel. Beobachtet man die Kantowskis am Mittagstisch, fällt auf, dass zweierlei Speisen gereicht werden. Willst du keine Bohnen an, ja? Nein, ich mag das nicht. Die Kinder, getaufte Christen, essen Fleisch. Der Vater, der Gewaltlosigkeit verpflichtet, ist vegetarisch. Bringt das nicht Spannungen in die Familie? Ja, es gibt schon häufig mal Spannungen, nicht nur um das Essen, sondern auch um viele andere Dinge. Aber ich habe halt, wir haben halt eigentlich aufgehört, mit den Kindern zu kämpfen, um Dinge, die wir ja 40 Jahre lang eigentlich ihnen vorgelebt haben. Sie sind ja noch nicht so alt, aber ich meine, wir haben 40 Jahre gebraucht, um diesen Weg zu finden. Und bis zu ihrem 10. Lebensjahr wurden sie eigentlich auch so erzogen wie alle normalen Bürger unseres Landes, und wir haben mit ihnen auch immer Fleisch gegessen. Und es ist sehr schwer, jetzt abrupt zu sagen, von heute ab gibt es kein Fleisch mehr in diesem Haus. Das haben wir zwar zu Anfang gemacht, aber haben furchtbar Schiffbruch erlitten damit, weil sie eben das nicht mochten und es auch nicht mehr essen wollten. Und so haben wir eigentlich jetzt diesen Weg gefunden, dass ich ihnen das koche, was sie gerne mögen, und aus Solidarität etwas mitesse, aber auch gerne mit meinem Mann vegetarisch esse. Wie habt ihr es mit dem Buddhismus eures Vaters? Was bedeutet das für euch? Ja, also für uns bedeutet das eigentlich nicht allzu viel, weil wir kümmern uns da nur sekundär drum. Also es ist nicht die Hauptsache an unserem Vater, dass er jetzt Buddhist ist, sondern für uns ist das eben in erster Linie eben der Vater. Und ob der jetzt Buddhist ist oder sonst irgendwas, das ist denn eigentlich eher sekundär. Ich würde sagen, dass das fast ein Vorteil ist. Denn wenn Vater Buddhist ist, dann versucht er auch so ziemlich tolerant zu leben und nicht immer alle zu beeinflussen und den Glauben da aufzuzwingen, seine Lebenseinstellung. So kann man selber auch freier sein, also kann machen, was man will und versuchen, also entweder buddhistisch oder gar nicht. Versucht er dann nicht, hat er nicht versucht, euch zu Buddhisten zu erziehen? Nein, nur wenn wir irgendwie ganz seinen Vorstellungen widersprechen, dann kommt er dann immer mit so einem buddhistischen Sprüchlein, das dann irgendwie gerade besonders passend ist. Einmal die Woche treffen sich die Buddhisten Ingrid und Detlef Kantowski mit Gleichgesinnten. In diesem Kreis wird buddhistisches Gemeinschaftsleben gepflegt. Viele der hier Anwesenden, Akademiker die meisten, kamen zuerst mit asiatischen Formen des Buddhismus in Berührung.
Hier aber wird versucht, Buddhismus bewusst nach europäischer Art zu praktizieren. Herr Kandowski, wenn man alles das bedenkt, was wir bis jetzt über Buddhismus gehört haben, bekommt man doch ein bisschen den Eindruck, dass das eine sehr intellektuelle Sache ist. Wie sehen Sie das? Schauen Sie, einmal ist es natürlich Ihr Problem, dass Sie mich ausgesucht haben. Und mein Zugang zum Buddhismus, das mögen Sie mir so als Deformation professionell nachsehen, geht nun mal über den Kopf. Aber denken Sie an die Millionen von Menschen in Asien, die sich sehr wohl im Buddhismus fühlen und dort geborgen fühlen, vielleicht gerade weil sie nicht so viel darüber lesen können. Eins können Sie mir glauben, und das habe ich inzwischen selbst erfahren, dass die nur kopfige Auseinandersetzung mit Buddhismus nur eine Seite ist und dass mindestens genauso wichtig ist die liebevolle Güte und das Mitgefühl. Und gerade deswegen ist mir auch hier dieser buddhistische Kreis Bodensee so wichtig, weil ich hier über die rein intellektuelle Auseinandersetzung einen Zugang bekomme, der ganz anders und viel tiefer führt. Buddhismus ist ja nicht nur eine Philosophie, sondern auch eine Religion. Dies verdeutlicht ein kurzer Ausschnitt aus einer Puja, einer rituellen Verehrung des Buddha, wie sie im buddhistischen Kreis Bodensee praktiziert wird. Am Licht der grenzenlosen Liebe zu allen fühlenden Wesen wollen wir in uns das Licht der sieben Erleuchtungsfaktoren entzünden, die zur Befreiung führen. Klare Bewusstheit und Vergegenwärtigung. Das Erwägen der Lehre des Erhabenen. Der heldenhafte Einsatz all unserer Kräfte. Die Inspiration, die aus der Freude erwächst. Die Beruhigung des Geistes. Die vollkommene innere Einswerdung. Die unterschiedslose Zuwendung zu allen fühlenden Wesen. Lasst uns die drei Merkmale des Daseins durchschauen, wie es uns der Erhabene gelehrt hat. Alle karmischen Bildekräfte sind nicht von Dauer. Alle karmischen Bildekräfte sind leidvoll. Alle Elemente der Wirklichkeit sind ohne ein unveränderliches Ich. Wer dies erkennt und klar versteht, der wird von allem Leiden frei. Buddha-Verehrung ist das eine, Meditation das andere. Mit konzentrierter Versenkung in die Tiefen des eigenen Bewusstseins sollen die Weisheiten des Buddha erfasst und gefühlsmäßig nachempfunden werden. Die tägliche Meditation von 30 bis 40 Minuten bildet den Kern der buddhistischen Praxis. Übereinstimmend berichten die Praktizierenden von tief empfundener Friedfertigkeit während der Versenkung. Sonst aber ist die Meditation kein Thema für Gespräche, schon gar nicht mit neugierigen Journalisten. Trotzdem, gerade weil das Thema so wichtig ist, die Frage: Was ist Meditation? Einfach gesagt bedeutet Meditation hören auf die innere Stimme. Wer zu meditieren beginnt, erkennt bald einmal, dass dies nicht einfach ist. Mit großer psychischer Kraft treten dem Meditierenden unaufhaltsam Gedankensplitter, Gefühle und Gemütsbewegungen aus dem Alltagsbewusstsein vor sein geistiges Auge. Es geht nun darum, diesen Wirrwarr zu beruhigen. Um in die ruhigeren Schichten des tiefen Bewusstseins vorzudringen, bedarf es enormer Konzentrationsanstrengung. Gelingt es aber, erlebt der Meditierende Eindrücke höchster Klarheit und das Gefühl, mit einem Weltganzen verbunden zu sein.
Alle buddhistischen Schulen haben nun Techniken entwickelt, die den Meditierenden helfen sollen, die kraftvollen Hindernisse, die ihm sein Tagesbewusstsein in den Weg stellt, zu überwinden. Und da sind wir wieder mittendrin in der Kala-Chakra-Zeremonie. Im Grunde geht es hier um Anweisungen, wie im stillen Kämmerlein daheim die Lehren des Buddha meditiert werden können. Das monotone Rezitieren von heiligen Texten zum Beispiel ist eine solche Technik. Das große Gemälde hinter dem Thron des Dalai Lama ist eine visuelle Meditationshilfe. Das religiöse Schaubild, eine Tanka, stellt eine sehr anspruchsvolle Meditationsfigur des tibetischen Buddhismus dar. Der Gläubige soll versuchen, all die Symbolik der Tanka zu verstehen und wenn möglich das Bildnis in sich selbst im tiefen Bewusstsein zu entfalten. Einer der vielen europäischen buddhistischen Mönche, die in Rikon dabei waren, der Hamburger Christoph Spitz, erklärt das so. Der Buddha hat sehr vielfältige Mittel gelehrt. Es geht letztlich darum, dem einzelnen Mittel zur Vervollkommnung zu zeigen, zu dauerhaftem Glück zu zeigen. Und dabei gibt es sehr viele Ebenen. Und alles steht damit im Zusammenhang, dass man Methode und Weisheit entwickelt. Methode bezieht sich auf mitfühlendes, altruistisches Denken und Handeln, dass man auf das Wohl der anderen gerichtet ist. Weisheit bezieht sich auf die Erkenntnis der eigentlichen Realität. Nun hat der Buddha im Tantra sehr effektive Mittel gelehrt, um Methode und Weisheit zu entwickeln. Das heißt, der Ausübende selbst stellt sich in der Meditation in der Form einer Gottheit, eines Buddha vor, in einer göttlichen oder vollkommenen Umgebung. Und dies trägt sehr stark zur Läuterung des Wesens oder der eigenen Persönlichkeit bei. So hat jede Form, jedes Attribut dieser Darstellung eine tiefe symbolische Bedeutung. Hier in diesem Gemälde, was ist nun die Weisheit und was ist die Methode? Ja, die männliche Gottheit in diesem Gemälde stellt den Aspekt der Methode auf dem Pfad dar, die weibliche Gottheit den Aspekt der Weisheit, der Erkenntnisse. Beide müssen auf einem spirituellen Pfad miteinander vereinigt werden. Genauso wie beim Erlernen einer jeden Tätigkeit, eines jeden Handwerks zum Beispiel, praktische Anwendung und Erfahrung und Kenntnis und Wissen Hand in Hand gehen müssen. Ein anderes meditatives Hilfsmittel wurde in Rikon selber hergestellt. In diesem altarähnlichen Häuschen schufen tibetische Mönche in kunstvollster Kleinarbeit dieses beeindruckende Mandala aus Sand und farbiger Kreide. Ein Mandala gilt als Symbol der allumfassenden Einheit. Dieses hier stellt in strengster Abstraktion den Palast des Buddha dar. Das Mandala kann auch als Rad gesehen werden. Kala-Chakra bedeutet Rad der Zeit. Im Zentrum des Rades, an der ruhenden Narbe also, hat in der Vorstellung die große, alles verschmelzende Einheit ihren Sitz. Die äußeren Regionen bilden Vorstufen zu dieser Erkenntnis. Christoph Spitz zur Bedeutung des Mandala für den Gläubigen. Der einzelne Teilnehmer wird während des Rituals oder während der Zeremonie auch in das Mandala eingeführt, bekommt die Gottheit zu sehen, das Mandala zu sehen und so weiter. Und dadurch werden wieder besondere Samen oder Potenziale im eigenen Geist hinterlassen, die durch die tägliche Übung weiterzuentwickeln sind und dadurch das eigene Wesen weiterentwickelt werden kann, sogar bis hin zur Vollkommenheit eines Buddha. C.G. Jung, der Schweizer Psychologe, hat die tiefere Bedeutung der Mandala studiert. Sie gelten ihm als kollektiv religiöse, archetypische Bilder, wie sie in allen Religionen, nicht nur im Buddhismus, vorkommen. Dieses hier zum Beispiel ist ein islamisches Mandala, ein Mosaik. Hier ein indianisches, aus Sand geformt. Aber auch die Rosetten in christlichen Kathedralen können als Mandala gelten. Hier symbolisiert Jesus Christus die Alleinheit. Mandalas als Ausdrucksform spiritueller Erfahrungen tauchen jetzt auch im modernen europäischen Kunstschaffen auf.
Ausgehend von tibetischen Mandala-Formen versucht der Tessiner Kunstmaler Bruno Hepp, meditativ geschöpftes Bewusstsein bildlich darzustellen. Der junge Künstler hat sich jahrelang intensiv mit asiatischen Religionsformen beschäftigt. Die Farb- und Lichtgebilde, die er auf die Leinwand bringt, zeigen psychische Energien, die er in seinem Inneren verspürt, sagt der Künstler. Solche Bilder erinnern stark an Traumbilder. Tatsächlich sollen die Träume aus denselben Schichten des tiefen Bewusstseins stammen, in die sich ein Meditierender, allerdings bei klarem, wachem Bewusstsein versenkt. Ihren Inhalt in Worte zu fassen, ist schwierig, etwa genauso wie Träume deuten schwierig ist. Auch hier gilt, über Meditiertes soll man nicht schwatzen, sondern es auf sich wirken lassen. Der Punkt der Kala-Chakra-Zeremonie von Rikon bildete für die Gläubigen die Enthüllung und das anschließende Umschreiten des Mandala. Der Dalai Lama hatte die Teilnehmer ausführlich über die Bedeutung des Mandala informiert. Jetzt tritt jeder der 5000 mit dem symbolisierten Höchsten seiner meditativen Bemühungen in Blickkontakt. Fromm und andächtig wird das Mandala beschaut. Die Tibeter huldigen ihrer Tradition. Für den unbeteiligten Beobachter stellt sich aber angesichts dieser Bilder die Frage, ob hier nicht auch gedankenlose Frömmelei mit im Spiele sei. Europäer, die sich asiatischen Religionsformen in die Arme werfen, wecken hierzulande ja auch viele kritische Stimmen. Deshalb eine letzte Frage an den Dalai Lama. Inwieweit kann der Buddhismus dem Einzelnen helfen, und wo beginnen die Gefahren der Buddha-Verehrung? Wer sich intensiv mit Buddhismus beschäftigt, sollte unbedingt einen Lehrmeister haben. Einen, der ihm hilft, die Klippen, die bei der Meditation auftreten können, heilvoll zu umschiffen. Einem solchen Lehrer sollte man volles Vertrauen entgegenbringen. Der Meister seinerseits muss die inneren Fähigkeiten haben, seinen Schüler auf seinem Wege zu führen. Ein Lehrer, der diese Fähigkeiten nicht besitzt, aber äußerlich eindrucksvolle Gewänder trägt, ist ein falscher Lehrer. Die Gefahr, dass solche Leute auftreten, hat in der Vergangenheit bestanden und sie besteht ganz besonders auch in der Gegenwart. Im Buddhismus wird einer zum Meister, wenn sich seine innere Entwicklung gefestigt hat. Einen reifen Meister erkennt man daran, dass er seine eigenen Begehrlichkeiten zügeln kann, dass er Ruhe und Frieden ausstrahlt. Vor Leuten aber, die die Religion dazu benutzen, ihre Begierden auszuleben, vor solchen Leuten muss ich ausdrücklich warnen. Ganz allgemein gesprochen glaube ich aber schon, dass der Buddhismus vielen Menschen im Westen helfen kann, ihre Isolation zu überwinden und etwas Ruhe und Frieden zu gewinnen.